Ja, wir sind wieder am Start bei The Division 2 mit mir und dem Marc. Ja, wir haben angekündigt, hier tatsächlich den Außenposten mal zu übernehmen. Jetzt müssen wir natürlich noch einen Weg wieder finden, dass wir hier runterkommen, weil den würde ich nämlich gerne mitnehmen. Ja, der ist für mich wahrscheinlich nicht unwichtig. Es war schon eine Tortur, hier hochzukommen. Warte mal. Ich will mich den Kontrollpunkt übernehmen. Und eventuell dann Level 27 zu erreichen. Oh, hier ist noch eine Waffenkiste. Die wäre mir ja gerade durchgegangen. AKM. Nicht schlecht. Nehme ich mit. Die muss ich aber jetzt gerade modden. Nein, ich gehe nicht auf ein Zielfernrohr. Da habe ich keinen Bock. Guckvisier. Ja, Sniper-LMG und so. Jetzt habe ich jetzt meine... Das Problem ist, habe ich natürlich meine LMG weggetan, ne? Das Ding hat nur 45 Schuss. Aber egal. So, Waffenskin, neue Magazin. Dann tauche ich noch ein größeres Magazin damit rein. Höhere Kopfschussschaden. Kopfschussschaden, so. Ja, da auch noch was rein. Perfekt. Hätten wir dann zumindest wieder eine neue Waffe. Ja, perfekt. Ja. So. Genau, jetzt gehen wir da hinten hin, holen uns den Kontrollpunkt. Oder versuchen zumindest, wie das dauert. Oh Gott, ey, was für ein Weg, man einfach nur rennen muss die ganze Zeit. Ziel in der Nähe, was für ein Ziel? Zweigteam Oscars. Okay, was ist das jetzt so? Hier ist doch ein Bild mitnehmen. Hä? Ja, in der Ecke. Da. Ja. Oh ja, immer. Zack. Zack. Und zack. Ah, wir hätten 11 Minuten Zeit, um da irgendwas zu machen. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich jetzt nicht zu zweit. Das würde ich mir gerne mal. Das würde ich gerne mal machen, wenn wir zu 14. Oh, hier ist wieder was. Oh ja. Buntstifte. Keramik. Kannst du was malen? Ja. Genau wie den Stahlträger, ne? Weißt du noch? Ja. In die Tasche stecken. Genau, so ein Stahlträger. Aber. Gut, so, dann kümmern wir uns jetzt um den Kontrollpunkt hier. Dann haben wir Navy Hill nämlich komplett erobert. Papp. So, ich hol mal Hilfe. Verstärkung trifft ein. Wobei wahrscheinlich die dann in der Nähe sind, wenn sie da sind, erst wenn wir. Fertig sind mit der Mission. Ah, ich hasse das. So, what? Ja, ich komme jetzt zu dir zurück. Das ist mir so zu heiß davor. Oh ja. Irgendwas kommt von der rechten Seite. Also von mir geht den rechts. Da, das stimmt. Granaten-Heini. Jawohl, wir kriegen Verstärkung. Da kommen sie schon. Schön. Der ist tot, wunderbar. Dann geh mal da drauf, für 2D2. Ja, der ist doch der schwer gepanzerte. Nee, keine Munition mehr. Was hat sie denn gepanzt? Oben auf der. Nein, nicht nur da. Die sind auch oben. Wieder. Ich sehe zumindest drei auf dem Balkon und eine. Oha.
So, der ist tot. Das ist doch der eine da oben auf dem Balkon oder so. Ja, und dann, hab ich. Da oben. Ah, da komme ich hin. Da oben. Hab ihn. Wunderbar. Sehr schön. Da. Ja, jetzt kommen wir noch mehr. Ja, kommen wir mal nach, Steigung. Ich bin jetzt. Ich beschütze es mit meinem Leben. Na dann, auf, auf. Ja, genau. Ja, mach du mal. Munition, Granaten einsammeln. Ah, da kommst du schon. Oh. Ah, du. Stimmt, Dumme. Ach, schon wieder? Ja, ja. Dann gehen wir den mal holen, komm. Ah, jetzt wird den so. Du darfst aber auch mal einen Feind da hervor. Bist du hin? Ach, du bist hinter mir. Weiß nicht, wo der drauf geht. Okay. Brennt. Er brennt, er brennt, er brennt, er brennt, er brennt. Erledigt. Schön. Ah, Spezialmunition von der Sniper. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Das ist gut. Stufaufstieg, Level 27. Das hat sich doch gut gelohnt. Das Ding mal eben kurz mitzunehmen hier. Ja. So, ab zum Nachschub. Ja. Gegner bewacht einen Ort in der Nähe. Gegner bewacht einen Ort in der Nähe. Okay, jetzt ist wieder ein Kontrollpunkt oder was? Der hat ein Sturmgewehr, aber das werde ich als Schrott. Die ist zwar stärker, aber nein, ich werde es als Schrott plündern. So. Das hier mitnehmen. Super. Genau das meine ich eben gerade die ganze Zeit. Wenn man mir den Schrott zuwirft. Weil ich habe nämlich keinen Platz mehr. Ich bin ja kurz am Spenden hier. Ja, ich muss gerade nur ein bisschen Platz schaffen. Gut, dass wir jetzt mit dem nächsten Level hoffentlich ein bisschen besser werden, alles. Mal schauen, ob ich auch noch was spenden. Das wird mit dem nächsten Level auf jeden Fall alles deutlich besser werden. Dieses Level können wir natürlich wieder aufräumen. So, warte mal. Gerade da die neue Waffe. Da war das auch weg. Zack. So, dann haben wir, glaube ich, hier drin auch alles, was an Loot.
Ist verbaut, das ist mal gut. Oh, nochmal die Zonskiste. Wir haben reichlich Vorräte. So, ich habe auch nochmal gespendet. Nein, ich habe genug Zeugs. Hier ist auch mal die Kiste. Ah, Munition. Sehr gut. Gut, dann machen wir dann den nächsten. Weiter mit der nächsten Mission. Die Frage ist, welche? Kopfgeld. Okay, das ist jetzt schon vorbei. Das sind nämlich nur noch 3 Minuten irgendwas. Was haben wir denn hier Schönes? Ja, genau. Dann würde ich fast eigentlich eine kleine Achse ziehen. Und zwar würde ich dann hochgehen zu dem Kontrollpunkt Schlafender Riese. Also das, was quasi in dem gleichen Gebiet ganz oben ist. Gleichzeitig dann dabei den Territoriumskontrolle hier oben ziehen, die der hier hatte, von den Outcasts. Weil die gibt auch 17.000 Erfahrungspunkte immerhin noch. Dazwischen ist noch ein Ort von Interesse. Gut, da gibt nicht so viel. Aber ja, die drei Dinger zusammen geben 100.000 oder so. So, genau, dann fangen wir da mal an. Zumindest mit dem ersten Teil. Oh, hier ist was Lianes. So, was willst du, Kollege? Nichts. Ihr wollt auch nichts? Okay. Hier ist was zum Runterlassen. Oder also wir haben es runtergelassen, glaube ich. Warte mal, hier muss doch immer dieser Kontrollpunkt sein. Oder habe ich den jetzt gerade rumlich verpasst? Warte mal. Territoriumskontrolle. Ja, den wollte ich eigentlich tatsächlich mitnehmen. Ich muss gerade gucken. Why not? Ja, hier, genau, wir sind schon dran. Müsste doch eigentlich sein, das, ne? Ah, die Zeit ist einfach nur geil. Na, wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn alle? Da läuft einer rum. Genau. Ja, da oben kommt was. Danke, der war wichtig. Medizinische Hilfe erforderlich. Damit sie da uns nicht mehr in den Rücken fallen. Zugangsschlüssel entdeckt. Zugangsschlüssel. Nimmst du? Hast du? Ja, hab schon, ja. Ja, aber für das Ding haben wir mal gerade 17.000 Erfahrungspunkte bekommen. Oh, nice. Das ging jetzt irgendwann am schnell. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Teil, dem Ort von Interesse. Das G-Phillips-Protokoll. Die Frage, was erwartet mich dort oder uns dort? Feinde.
Eine neue Schutzmaske. Sehr gut. Das war aber nicht das, was ich erwartet hatte. Moment, hier ist noch was. Hier ist eine Kiste. Oder so eine Sporttasche oder was auch immer. Und hier ist auch nochmal eine Kiste. Stahl. Ein Reparaturkit kann man durchaus gebrauchen. Ja, der nächste. Irgendwie geht das hier oben weiter. Sagt hier der ist, hier ist was. Ah, doch, hier ist ein Seil zum Hochziehen. Zack. Warte. Und mir ist auch noch was. Hm? Kiste. Hier, wo ich bin. Kistenmunition. Ja. Du bist denn? Ah, hier bist du hier. Junge, ist nichts mehr. Okay. Wohl und die Kisten waren das. Ja, die habe ich. So. Gut. Dann geht's weiter. Der Kontrollpunkt entdeckt. Kontrollpunkt entdeckt? Wie war das? Der sollte noch nicht ganz. Hier weiter? Feinde. Ja, ich vermute. Okay. Komm mal, gewonnen. Kopfbedeckung. Das war natürlich nicht klug. War aber eigentlich alles geplant. Eigentlich wollte ich den Punkt dahinter setzen erst. Oh. Mhm. Danke. Warte. Der Punkt ist. Echo in der Nähe. Moment. Das ist Kiste. Ja, hier muss aber ein Echo sein, sagt er mir gerade. Okay. Okay. Das ist. Warte mal. Das muss aber hier tatsächlich dieses Einsatzgebiet sein. Moment. Wo ist denn dieser Punkt? Hier geht's nicht weiter, ne? Ich habe was anderes gefunden. Wenn ich dieses Gebiet verlasse. Ich verlasse das Einsatzgebiet, sagt er mir gerade hier die ganze Zeit. Und die Frage ist, wo ist denn das Ding? Das muss ja hier oben irgendwo sein. Ja, bei mir. Einsatz abgeschlossen. Was hast du jetzt gefunden? Tür habe ich aufgemacht. Das ist schon erledigt. So gut, dann haben wir für eine offene Tür mal in 10.000 Erfahrungspunkte bekommen. Gut, dann können wir. Bei mir ist auch noch eine Tür mit Schloss. Kann man auch noch. Ja, ich wäre jetzt an den Kontrollpunkt gegangen. Dann machen wir den noch in der Folge. Aber nee, da sind noch Kisten. Salut. Oh, Waffenkiste. Schön. Ah, ich brauche einen Outcast-Schlüssel. Na gut. Mhm.
Dann geht es weiter mit dem Kontrollpunkt noch schnell. Mhm. Auf jeden Fall. Diesen Gegner? Das für die Spezialisierungswaffen, nicht so viel Munition hat, ist voll behindert. Lauf doch mal nicht weg, blöder Gegner. Kommen wir noch eine Welle, ne? Verstärkung unterwegs. Registriere zusätzliche Feinde. Ich hab doch mal Verteidigung geholt. Da kommen sie schon. Leck mich doch am Arsch. Ich hatte so Selbstmordattentäter gerade bei mir. Ja gut. Ah, diese scheiß Molotov-Cocktails. Verwundung entdeckt. Ja, genau. Na gut. Oh ja, da kommt noch irgendwas. Ein Schuss weggebolzt, ey. Geil. Und dann nehmen wir die da hinten, komm. Schwer gepanzerter Feind erkannt. Ach, schon wieder? Bei dir da oben, ja. Ja. Noch immer die Drohne gerade losgeschickt, war perfekt. Aber das ist noch einer irgendwo. Ich beschütze es. Die NPC sind echt lustig, wa? Die sind diesmal, wie gesagt, im Gegensatz zum ersten Teil gebraucht zu brauchen. Hei, hei, hei. Jetzt vorbei. Okay. Aber wir sind immer noch irgendwo. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Die ist wieder aus dem
Eieiei, ist doch gut. Die gehört aber nicht dazu. Ja, ist aber noch irgendwas auch höherer Rang ist. Ich brenne mal hier. Komm das nicht! Das ist Ruhe. Jo. Ah, ich kann ihn nicht runter, weißt du? Was ist denn eine Nachschuppe, Alter? Hier ist noch was. Nachschubraum. Das ist eine gute Frage, wo der ist. Nochmals danke. Wir haben uns gerettet. Sie sind nicht untergehabt. So. Ah, ja, ja, ich habe ihn. Moment. Kühlschrank plündern. Hey. Level up, ey. Noch eins noch, dann hätte ich zumindest mal einen ordentlichen Schub an neuem Zeug. So, den Zeug mal plündern hier. Was noch so hier rumliegt. Zumindest auch fertig für heute. So. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann war es das für heute. Ciao.